drinne in den Waben. Geht um und kommt schließlich noch zu uns. Das wollen wir nicht. Wir sind in Österreich. Lass uns auf den Radweg fahren! So, es ist echt mir viel zu eng. Das macht nicht. Oh, was ist das für ein Scheiß? Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Pulowitz! Das erste Dorf hinter der österreichischen Grenze. Und hier ist echt der Bär los auf der Straße. Da wollen wir jetzt hin. Gasthof, Franzosenhof. Dankeschön. Wir haben Pech. Heute geschlossen. Der Akku, genau. Hallo. Der ist vorne. Der ist vorne. Ja, super. Dankeschön. Kein Problem. Ja, machen wir jetzt eine Rast mit Strom. Genial. Hallo in Österreich. Wir sind im Franzosenhof in Österreich. Eine Gaststätte, die auch geschlossen hat. Er hat mehrere Gaststätten geschlossen. Die Ladestation hatten sie bestimmt schon erzählt. War. Funktioniert in Tschechien auch nicht. Die habe ich noch nicht erzählt. Hast du erzählt. Das war tatsächlich die erste Ladestation, die wir gesehen haben, die öffentliche. Für normale Steckdosen, aber sie gingen nicht, hatte keine Strom. Und hier beim Franzosenhof kann man offenbar hinten auf dem Rasen sogar campen, wenn ich das richtig sehe. Abwasser steht hier. Ich weiß, ob Toiletten hat. Doch, WC stand da auch drauf. Ah, okay. Ach nee, chemisches WC. Ja, chemisches WC, genau. Aber hier können wir dann freundlicherweise laden. Es gibt hier Steckdosen und. Ja, eine Pause, kochen uns gleich vielleicht noch einen Kaffee. Genau. Und dann gucken wir so einen schönen Weg aus, wie wir von der Hauptstraße wieder wegkommen, weil die ist echt gruselig. Die ist ganz schlimm. Ja, ich auch. Großer Verkehr. Ja. Viele LKW, die hier durchdonnern. Ja. Also das ist echt nicht schön. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ganz naher Verkehr, ganz schlimm. Okay, dann bis später. Das sind die ersten Hügel in Österreich. Das ist unsere Straße hier. Und daneben geht's gleich runter. Viel bewirtschafteter, nicht so wild und naturbelassen wie in Tschechien drüben. Ganz, ganz viele Flächen. Das Landschaftsbild hat sich ein wenig verändert. So, das erste größere österreichische Dorf, was wir durchfahren. Wir fahren nämlich jetzt zur Donau runter Richtung Linz. Weil auch Gewitter angesagt sind, haben wir uns dazu entschieden, heute noch eine letzte kleine Tour durch die Berge und dann ab an die Donau zu fahren. Hier haben wir das Panorama. Das muss ich noch mal eben versuchen einzufangen. So. So. Okay. So. Fahrrad in Österreich. Ja. So. Da hinten noch einen letzten Blick auf Tschechien. Aber wir fahren jetzt immer weiter runter. Da drüben die Straße. Da müssen wir gleich hochfahren. Okay, jetzt geht's erstmal bergab. Und dann geht's bergauf. Lass ich Dirk mal ein bisschen Vorsprung und frisch den wieder ein. Staunen nicht mehr raus. Ein super Blick nach dem anderen hier. So was Krasses. Wir haben Reichenthal erreicht. Boah, das war wirklich eine der heftigsten Strecken. Jetzt gerade die letzten paar Kilometer. Bis zu 13% Steigung. Da musste Dirk echt absteigen und schieben. Und ich musste auch 3000 machen, bis ich oben war. Gosh, das war ganz schön krass. Und da geht das schon wieder so hoch. Scheiße. So sieht das hier aus.
aber lecker vom Gasthof. Da kommt die gerade angelaufen. Da hinten ist die ungefähr. Da ist die Ladestation. Da laden unsere Akkus, weil wir nach 20 Kilometern schon wieder fast leer genudelt sind. Dann ein bisschen was gegessen haben. Dann sind wir wieder gestärkt und können uns den nächsten Bergen stellen. Die kommen bestimmt zwei Steigungen haben wir, glaube ich, noch. Die sind ein bisschen heftiger, aber dann geht es nur noch bergab. Oh, herrlich. Bis an die Donau. Und dann fahren wir erstmal an der Donau lang. Ich mag es gar nicht glauben, dass wir wieder an dem Fluss sind und auf dem Radweg, der echt nur ebenerdig verläuft. Yeah, und nicht mehr durch die Hügel geht. Aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, macht es gar nicht mehr so viel aus. Es ist schon noch höllisch anstrengend. Gerade haben wir 13% geschafft. Wir mussten zwar ein paar Pausen einlegen, bis wir oben waren, aber wir sind drüber. Okay, also jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Jetzt habe ich was hier für unsere Enkel. Könnt ihr das erkennen? Das ist der Reichenthaler Bienenschaustock. Und hier kann man Bienen bei ihrer Arbeit beobachten. Also, die Bienen, wenn möglich, nicht stören. Hier sind aber auch ganz viele Wespen. Okay, also jetzt mache ich hier mal den Kasten auf. So. Und dann... Schauen wir da mal rein. Schaut euch das an. Das ist ja wohl krass hier. Wir gehen mal dahin. Die Wespe hier ist ganz aufgeregt. Die möchte auch da rein. Da sind die Bienen am Arbeiten. Und es wimmelt und wimmelt. Wahnsinn. Man muss ein bisschen aufpassen. Hier kommt gerade eine Biene. Die kommt mir ziemlich dicht. So. Guckt mal, da sind sie drinnen in den Waben. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu dicht komme. Okay, so, ich mach's wieder zu. Lassen wir die Bienen. Oh, das ist auch spannend hier. Was ist das denn? Die bauen richtige Leitern. Schaut mal her. Oh, ich muss jetzt hier weg, weil sonst werde ich gleich angeflogen von den Bienen. Das ist doch voll krass. Okay. So, man soll nämlich die Flugschneisen freilassen und ich. Und gute Nacht, Bienen. So, Femke, Tjelle und Rosa, ihr müsst ganz viele Blumen pflanzen in eurem Garten. Und zwar solche Blumen, die ganz schön blühen und die Bienen lieben. Ne? Wie eine Märchenlandschaft. Dann filmen wir das nochmal. Hier reparieren wir nämlich gerade VD-Taschen. Ja, genau. Wo irgendwie der Klebstoff sich löst. Ja. Und tatsächlich über die ganze Seite, man sieht das ja hier ganz schön. Man sieht das ganz schön, wie da tatsächlich Taschen, da die eigentlich neuwertig sind, kaputt gehen. Ja, also offensichtlich noch nicht benutzt. Hier habe ich, als ich das hier auch schon, das ist schon vorsichtshalber, das andere war ja schon auf. Andere Seite sieht noch. Aber so ist doch schön, wenn man sich helfen kann, ne? Auf Campingplatz. So, moin moin. Hier sind wir wieder. Ausgeschlafen, ordentlich Kaffee-Intus. Heute fahren wir den Donauradweg nach Richtung Ybbs. Ybbs.
wahrscheinlich bleiben wir in Grein, aber das wissen wir noch nicht genau. Ja, wie viele Kilometer sind das ungefähr? Zwischen 60 und 80. Okay. Ja, hier geht es ja jetzt nur immer an der Donau längs, sind keine Hügel. Das heißt, da müssen wir auch ordentlich Strecke schaffen. Und jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz die Donau. Da ist die Donau. Ja, sehr schön hier am Fluss so entspannt lang zu fahren. Schön im 12. Gang, Ufer 1. Tschechien war echt anstrengend. 9 Tage lang Berggekraxel, so kaputt war ich zuletzt, als ich noch Student Fußball gespielt habe. Da war ich genauso erschöpft hinterher, aber seitdem nie wieder. Also wirklich irgendwie total toll und jetzt aber auch total entspannt, es mal anders zu haben. Mal gucken, kommt er wieder? Slowenien werden wir wieder kraxeln. Ja. Pause ist jetzt zu Ende. Wir sind irgendwo zwischen Linz und Grein. Der Ort, in dem wir jetzt hier sind oder an dem wir jetzt hier vorbeifahren, heißt Au. So, wo sind wir denn hier? Das ist Doni. Doni, weiß ich nicht. Ja, zeig mal. Doni und Doni ist das Wahrzeichen vom Machland und wir werden uns jetzt mal in Doni hineinbegeben. Wer ist da? Doni von innen. Sehr spannend. Vielleicht ein guter Campingspot. So, was steht denn hier? Jetzt gehe ich mal nach vorne und blicke mal durch Donis Maul. Oh, und da wurde Dirk wieder ausgespuckt. Linke Seite, rechts ist das Donauufer, wie Sie gerade gesehen haben, und eine Schleuse. Ja, was gibt es hier Gutes? Ein Selbstbedienungsladen mit leckeren Krapfen, selbstgemachten Saft. So, und Sigi und ich, wir freuen uns schon. Guck mal hier. Gute Krapfen. Ein super Krapfen. Mhm. Noch heiß. Die treiben diesen kleinen. Schau hier. Und Krapfen plus Wespe, die auch gleich gekommen ist, natürlich. Mein Glas hier umschwirrt. Das ist die Donau. Das ist ein kleiner Donauschiffer. Hier kann man auch rüberfahren, auch mit Fahrrädern. Das ist Grein. Da filmen wir uns zusammen, Sigi. Ich der leuchtende Frühling und du eben eher der Spätherbst. Du Idiot. Stimmt überhaupt nicht. So, ich hätte das jetzt mal gerne in die Kommentare geschrieben. Ja. Also meldet euch. Genau. Wer ist hier der leuchtende Frühling und wer ist hier der Spätherbst? Ein Kreuzfahrtschiff. Der Radweg ist echt scheiße. Wir haben gerade entschieden, wieder umzudrehen. Also fahren wir jetzt wieder nach Grein. Rein. Weil die Straße ist echt. Verkehr und das 25 Kilometer, das wollen wir nicht machen.
Bremen um, fahren 4 Kilometer zurück, netzen mit der Fähre über und dann auf der anderen Seite den Radweg zu nehmen. So, wir fahren jetzt mit der Fähre über die Donau. Da ist Dirks Rad, da ist mein Rad und da sitzt Dirk. Da drüben fahren wir jetzt gleich hin. Da müssen wir hin. Jetzt sind wir auf der anderen Donauseite. Sind ja gerade mit der Fähre übergesetzt und hier ist es deutlich entspannter zu fahren als da drüben auf der Bundesstraße ohne wirklichen Seitenstreifen. Ja. Große Fenster. Schön rausgucken. Aber kein Balkon. Nee, kein Balkon. Balkon. Doch, doch, da gibt es links gibt's welche mit Balkon, da unten, oder? Nee. Die haben alle Balkone da. Da haben wir so Mini. Ja. Natürlicher Balkon, das ist nur ein Gitter. Ja. Ach, das ist eine Kanuverein oder sowas, ne? Nee, hier jetzt nicht, ne? Aber gesehen. Haben wir jetzt schon. So. Da sind wir vorhin vorbeigefahren auf der anderen Seite. Wieder ein Kreuzfahrtschiff. Wieso nennt man das auf der Donau eigentlich auch Kreuzfahrt? Ich meine, so viel können wir gar nicht. Was entdeckt. Wir haben ein Donauflussmonster entdeckt. Das ist nicht Nessie, sondern das ist Donessie. Schaut mal hier. Da ist sie. Die Sonne geht bald unter und Donessie ist auf dem Weg zum anderen Ufer. Yeah. So, wir sind jetzt am Campingplatz angekommen, sind heute von Linz bis hierher gefahren. Das waren über 90 Kilometer heute, ne? Ja, genau, weiß ich das gar nicht, aber es waren über 90 Kilometer an der Donau lang. Also richtig heftig. Wir haben es jetzt so gegen noch 7:30. Wir sind hier am Camping Marbach an der Donau. Und jetzt habe ich noch was ganz Spannendes gleich für Femke, Tjelle und Rosa. Ich werde gleich noch mal gucken gehen. Denn wir sind von etwas ganz Aufregendem begleitet worden. Das hat uns hierher verfolgt. Und das werde ich euch gleich mal zeigen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt direkt an der Donau. Und da ist es. Da ist Donessie. Und Donessie schwimmt gegen den Strom. Schaut euch das mal an. Gruselig ist das. Ich will Donessie jetzt nicht stören. Sonst überlegt sie sich das nachher noch anders, dreht um und kommt schließlich noch zu uns. Das wollen wir nicht. Also tschüss, Donessie. Was wohl aus Donessie geworden ist? Für uns geht's weiter Richtung Ungarn, die Donau entlang.